Herzlich willkommen zurück zu White Arms. So. Wir müssen, glaube ich, hier hoch. Irgendwas habe ich getroffen, irgendwas habe ich kaputt gemacht. Wir mussten noch hier hoch, ne? Oder? Da ist da was, Handpan. Na, hätte aber sein können. Nein, war nur ein Donner nicht hier. Oh. Ein Logbuch lesen, ja. Ein gefaltetes Papier liegt in dem Buch. Das Zeug ist hinter einer Geheimtür. Niemand weiß etwas von der. Hinter einer Geheimtür. Niemand weiß etwas von dem versteckten Schalter. Neben dem Bett, okay. Bett. Verwittertes Skelett. Okay. Da, das Ding. Schalter neben dem Bett? Das sieht halt aus wie ein Schalter. Niemand weiß etwas von einem versteckten Schalter neben dem Bett. Dass ich mit Rudi Dinger werfen muss, glaube ich auch nicht. Also Bomben. Versteckter Schalter neben dem Bett? Ja, definier halt neben dem Bett und es ist das Bett. Das ist die Lösung für anders eigentlich immer. Aber diesmal bin ich neben dem Bett. Ey, das macht mich so fuchsig gerade. Vielleicht von der anderen Seite aus. Das Einzige, was vielleicht Sinn ergeben könnte. Ja, schon mal andere Feinde. Mhm. Handgranate. Sehr gut. Drauf. Das Jackpot feiert ein wirklich MP einfach ohne Pause. So, wir versuchen es vom Nachbarraum aus. Ah ja, okay. Naja, aber neben dem Bett ist nicht hier. Das ärgert mich aber so ein bisschen gerade. Neben dem Bett. Lass mich sterben, ich möchte kein Pirat mehr sein. Lass mich aus der Finsternis. Alter. Cybergeist, ehrlich? Bei einem Laptop dabei oder was? Ne, ist eine Axt. Das ist ein Beil. Das ist eine Waffe, keine Ahnung.
Und ist aufgestiegen. Sehr gut. Ist auch nix. Nutzen den Haken. Ich würde jetzt am liebsten zurückgehen, aber... Tote reden nicht. Hat er gesagt. Gleich bei einem anderen Bett. Die Musik ist der Hammer, ey. Wir waren auch noch gar nicht. Wir waren auch nicht. Vielleicht nicht, ja. Vielleicht nicht. Aber hier ist auch nichts in den Kisten drin, ey. Wir sind Männer des Meeres. Piraterie und Schmuggel sind unser Leben. Wir können immer noch kämpfen, auch wenn wir mit dem Kopf unter dem Arm daherkommen. Das hat mich jetzt nicht mehr so erschreckt. Beim anderen habe ich mich erschrocken. Was hat der denn in der Brust? Einen Diamanten. Was? 777? Gibt man eine Schätzung ab, wann ich zu dem Weiterabends auf der PS2 komme? Ich bin selbst sehr gespannt. Das ist ein Schalter. Was war denn das für Geräusch? Okay. Cool. War da nicht noch eine andere Tür, die wir hätten gehen können? Ich habe keinen Plan, wo wir gerade sind. Ja. Irgendwie müssen wir auf jeden Fall zum Kapitän. Hat man gehst du unten auch lang? Ne. Gar nicht. Ich könnte mich auch gerne in den Kampf schicken, aber nicht wieder gegen die kleinen Viecher, die sind so langweilig. Okay. Right. Right forward. Na, Jack schnappt sich aus was kleine Mädchen, na klar. Zieht sie auch. Ey, die haben es nicht leicht bei mir. Ja, 100. Naja, fast. Den bekämpft er zum ersten Mal, ne? Sehr schön. 1030. Wir müssen die Waffe upgraden. Ist enorm wichtig. Ah, okay. Naja, das ist vielleicht der Hinweis dafür, ja. Ah, vielleicht war das der erste Weg, den er hätte gehen sollen. Wir gehen eine Treppe nach oben, ne? Gibt's echt nichts in den Kissen? Naja, ich geb's aber nicht auf. Kannst nicht aufgeben. Ach, warte mal, das ist das. Wie lange denn dann? Das war ein Supertreffer, ja. Naja, ich weiß ja nicht. 867.
1340. Wünsche. Nee, nee, okay. Spreche jetzt keine Kiste mehr an, er ist ja nüchtern. Okay. Nee, hier waren wir nicht. Okay. Das meiste ein Zeichen. Das Siegel strahlt ein mystisches Licht aus. Möchtest du deine Reise aufnehmen? Sie. Chef? Wir haben alle Dinger voll, ne? Guck mal. 1,59 und hier waren wir bei 0,9. Wir sollten die zweite America nehmen. Ach, wir können ein bisschen in Erinnerung schwenken. Bei 9 Minuten habe ich ja jetzt bei 15. Wir sind weit gekommen. Trankbier. Das ist ein Boss. Das ist aber auch das Einzige, wo wir hin können. Also jetzt nicht, dass ich mich vor dem scheue. Los. Hätte sein können, dass hier noch irgendwo Kisten sind. Nöde. Kapitän Geist. Der Tod streift nun durch das Ödland. Feiert unseren Ruhm mit eurem Leben. Euren Leben? Das mit der Musik hört sich teilweise so kaputt an, wenn ein Boss kommt. Hab'n Geist. Okay. Okay. Wow. Hand Grenade. Zerstörungsanker. Zitieren muss teilen, wenn was ist. Ich werde keinen Finger rühren. Waffenschild. Ey, Handgranaten sind halt Premium, ne? Sind so overpowered. Ich werde immer erstmal Waffen upgraden und dann später erst Rüstung. Sind einfach viel zu hoch vom Level. Das hat auch keine Attacke, die halt irgendwie so viel abzieht bei mir, ne? Okay, Waffenschild. Muss wahrscheinlich relativ schnell runterbekommen, damit er dann nicht zu stark ist oder was. Oder geht das aber nur für einen Angriff? Mhm. Cecilia könnte sich heilen. Würde ich empfehlen. Trankbier auf alle, ne? Ja. Ich muss mal wieder Luft reinlassen hier. Waffenschild. Einfach alle passt wieder voll. Muss man mal nachlesen, wie oft die Mystik machen kann. Darf, kann, soll. Klein die Bosse aussehen neben den Viechern. Der ist weg. Thank you.
1700 DP. 7800, genau. Kann ich jetzt ablenken? Guck mir nie wieder so eine Dinge an. Geht. Aber wie würden wir dorthin kommen? Macht das immer aus der Hose raus, okay? Ja. Sehr schön. Ach, geil. Wir meinen das. Dankbier, geil. Leer. Jetzt geht's oder so? Jetzt mit einem Haken auch. Lustig. Handpan. Zaubermöhre. Hey. Nix da nix. So, und den noch. Perfekt. Glückskarte. Hey. Das war bloß nochmal ein Bosskampf irgendwie hinbekommen. So schön wäre, wenn ich mich einfach hier rüberziehen könnte. Sollte man wieder zwischenspeichern, so. Ist mega nervig, den ganzen Weg zurück. Wir haben aber hier kaum random Gegner, ne? Cool. Wenn wir davon sprechen. Wo ist er beide weg? Kommt zu ziehen, ja. Oha. Hat er wirklich nur 400 irgendwas Leben? Gegenangriff und One Hit. Ja, sorry, wegen ihm gehen. Ich bin gerade so im Aufnahmemarathon. Weil während das Video kommt, bin ich mitten im Amerika-Urlaub, wo alles hoffentlich glatt geht. Achso, ja, nee, in die Richtung wäre. Einfach bin ich da wieder hochgegangen. So, genau hier rüber. Ja, genau. Ziehen wir uns an Handpan lang. Eigentlich ja hoch wieder. Nee, aber wieder da dann. Und Zahne weg. Boah, ja, aber. 576. In den Grafiks ja immer noch geil. Oder mittlerweile geil. Ne? Oh, zweite Waffe. Am Anfang fahre ich den ja nicht so. 130. Ja, die ist an sich Werfer. Stärker, ne, die Waffe. Doch, ich mag das Spiel auf jeden Fall. So, das ist der erste Teil und Breath of Fire der dritte Teil, den ich gerade spiele. Ich glaube, Breath of Fire kam dann später auch nochmal für die PlayStation raus, aber ich glaube dann eher so PSP-Zeiten. Muss ich jetzt wieder runter? Ja, ich glaube schon. Bin ja eh ein bisschen verwundert, wie ich so überhaupt irgendwo lang gekommen bin. Aber ich von da komme ich nicht, oder? Irgendwie werden wir einen Weg schon herausfinden. Hoffe ich. Ah ja, okay, ja. Thank you.
So, und hier kommen wir gleich durch den, durch die Geheimtür durch, ne? Ich hab's geschafft, vorgestern 20 Videos aufzunehmen, gestern 18. Heute sind wir erst, glaube ich, bei 12 oder irgendwas. Ist aber jetzt mitten in der Nacht. Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich wäre. Vorher war Rekord bei 12. Wir sind zwar, ne, 12 mal eine halbe Stunde, sind dann auch nur 6 Stunden eigentlich aufnehmen. Das ist ja trotzdem, ne, weil du mein Netz ist gerade vollkommen entspannt, aber eigentlich bist du ja sonst nicht so tiefenentspannt. Dann ist es doch für den Kopf. Also, ne? Das ist halt nach wie vor einfach nur zocken. Sind wir ehrlich. Ja, trotzdem. Das ist nicht ganz, ganz so einfach. Wie es aussieht, aber auch nicht so schwer, ne? Ja. So, jetzt müssen wir eigentlich in die Mitte. Das müsste sein. So, jetzt sind wir wieder zurück. Okay. Die Kamera von hier anscheinend. Jack hat immer noch MP. Jetzt nicht mehr. Ein. Der Glücks-MP. Punkt. Dann weg. Na. Ach, Beine. Geil, geil. So will ich das sehen. Deswegen war ja auch so, als würde es mehrere treffen. Aber ich glaube nur, wenn zwei da sind. Das hat man genommen. Das hat man, glaube ich, auch am Anfang gesehen, oder nicht? Wenn wir gerade sehr unsicher, wo wir sind. Nee, von dir kamen wir gerade. Hier. Nee, nee. Oder hier lang? Hat super unsicher, von wo wir kamen. Wenn bei dem Weg, ne? Das zweite, wo wir dann richtig gegangen sind. Ich habe gar keine Ahnung, wie ich den angefangen habe. Achso, jetzt wieder nur einer, ne? Manchmal ist merkwürdig. Ich hoffe, wir finden mal wieder ein Wappenbild. Hat Cecilia den nächsten Zauber. Rudi. Ist ja schon, Rudi ist aufgestiegen. Vielleicht findet er noch eine Waffe. Das wäre so cool. So, bitte, bitte, bitte. Geht's hier raus? Ja, guck mal. Sag bitte, ich komme hier. Ja, sehr schön. Das Geisterschiff verlassen? Ja. Es wird nicht geredet. Regel Nummer 1. Im Schiffsclub. Das war ganz schön geil. Habt ihr mal auf die Uhr geguckt? Cool. Cool, cool, cool. Bartholomew sagt, er hat mir nicht nur einmal, sondern zweimal geholfen.
Stolz und Ehre gebieten mir, euch die Benutzung meines Schiffes anzubieten. Ihr könnt damit das innere Meer befahren. Übrigens, was macht ihr überhaupt in Felgaia? Sie erzählten Bartholomew die ganze Geschichte. Die Dämonen, die Wächter, die gestohlene Träne. Bartholomew sagt, Mann, ich hatte keine Ahnung, was da läuft. Aber es klingt aufregend. Überlasst mir und der Sweet Candy das Meer. Trotzdem noch ein Pedo. Tom sagt, Kapitän, ich muss um einen Gefallen bitten. Ich komme aus Adelheid und die Stadt wurde von Monstern zerstört. Ich will sie wieder aufbauen. Okay? Ja, richtig. Du warst Architekt. Mach dir keine Sorgen. Wir können auf uns aufpassen. Geh in deine Stadt wieder aufbauen. Netter Pedo. Tom sagt, danke für alles. Ich stehe in eurer Schuld. Er ist ein sehr begabter Mensch. Unter seiner Aussicht wird Adelheid besser als zuvor. Okay, wir bereiten uns auf die Abreise vor. Treffen wir uns am Strand außerhalb der Stadt. Geil, 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 geil. Geil. Sehr, sehr schön. So, erzähl mal. Ich habe gehört, dass du nach Arktika willst. Arktika. Arktika. Wie schade. Die Brücke zwischen hier und Arktika ist zerstört. Es gibt noch eine seichte Stelle, wo der Übergang vielleicht möglich ist. Aber wie, das musst du selbst herausfinden. Nur wer zum Durchwarten des seichten Wassers groß genug ist, kann den Fluss überqueren. Sind so groß wie ein Hobbit. Du hast einen Hut, damit du größer aussiehst. Na, ich weiß ja nicht. Ja, aber wie es weitergeht, erfahrt ihr am nächsten Part. Wenn es gefallen hat, super, super gern Daumen nach oben. Kommentar wäre ganz, ganz lieb. Und in 3 Tagen. Bis dann.